Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Heute sprechen wir über ein hochaktuelles Thema, das uns alle betrifft, nämlich das Entgiften. Wie können wir unseren Körper gesund behalten? Wie können wir unseren Körper entgiften in einer Umwelt, die immer mehr verschmutzt oder eben leider auch schon vergiftet ist? Dazu habe ich einen tollen Studiogast. Marco von Moos wird uns davon berichten. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, lieber Marco. Grüezi Sie. Schön bist du wieder bei uns und ich freue mich riesig, dieses Thema mit dir zu besprechen. Ein sehr aktuelles Thema, das vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, erst vielleicht bewusst wird, wenn sich gewisse Erkrankungen, Erschöpfungen oder chronische Erkrankungen oft auch zeigen, wo auch die Schulmedizin nicht so viele Möglichkeiten kennt, weil man irgendwie dieses Gesamtpaket der Ursachen gar nicht wirklich wahrnimmt. Und ich freue mich sehr, mit dir dieses Thema zu besprechen. Ich mich auch. Es ist schon so, dass eigentlich jeder heute belastet ist durch die Umwelt, durch Umweltgifte, durch eine Landwirtschaft, die nicht biologisch produziert, durch Verkehr, durch Abgase, durch ja, so. Und es ist eine Herausforderung heute in dieser Welt noch gesund zu bleiben, weil überall, wo man hinkommt, irgendetwas verschmutzt ist. Ja. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, also vor anderthalb Jahren wusste ich noch nicht, dass ich so belastet bin, bis ich dann mal Ferien gemacht habe in der Toskana mit zwei Rohkostfamilien. Mhm. Und dann habe ich da mit denen mitgegessen und einfach rohköstlich, habe ich ja Sommer und schön und dann mache ich da mit. Und dann habe ich nach einer Woche festgestellt, ich habe Kopfschmerzen und ich spüre, da geht etwas in meinem Körper. Und ich musste feststellen, dass der Körper die Möglichkeit bekommen hat, durch die Ernährung, wo ich da gegessen habe, begonnen hat, sich zu entgiften. Mir war gar nicht bewusst, dass ich so belastet war. Und ich kann noch eine Geschichte aus persönlicher Natur erzählen. Ich bin vor anderthalb Jahren an Borrelien erkrankt. Wusste ich auch nicht. Ja, das ist mit Zecken wird das in Verbindung gebracht. Und wenn man sich dann vertieft mit Borrelien, dann sind die immer in Zusammenhang mit Schwermetallen. Also man hat nicht Borrelien, wenn man nicht auch eine Belastung hat an Schwermetallen. Und dann fragt man sich, ja, wie bin ich dann wieder zu diesen Schwermetallen gekommen? Und ich denke, diese Sendung hat bereits den Zweck und Sinn erfüllt, wenn einige Kunden sensibilisiert werden auf die Thematik, wo jetzt kommt. Also ich bin zu meinem Schwermetall gekommen durch zum Beispiel, ich hatte einen Zahn, der mit Amalgam gefüllt wurde und den habe ich ausgebohrt. Die haben da zwar schon etwas gekoffert und so. Also du hast rausgemacht? Ja, genau. Ja, also gebohrt. Ja. Bin da zum Zahnarzt gegangen, ja. Und die haben mir das Amalgam weggemacht. Und für mich war das wichtig, persönlich wichtig, dass das rauskommt, weil ich bin Zimmermann gewesen und bei den Dachfenstern, da könnt ihr gerne mal schauen, da hat das einen Bleilappen und unten sind die Ziegel immer viel schöner als rechts und links vom Dachfenster. Und das heißt, da kommen ganz minime Spuren von Blei über diese Ziegel und das verhindert, dass da Leben stattfinden kann. Also die Ziegel, die sind blank, kein Moos, nichts. Und ich hatte das Gefühl, das muss dasselbe sein, wenn ich zum Beispiel Amalgam im Mund habe, dass da immer konstant eine Belastung für den Körper stattfindet. Und sehr eindrückliches, bildliches Beispiel als Zimmermann, wenn du das so siehst. He? Ja, also man sieht das gut, da Bleilappen, wunderschöne Ziegel und so. Und das wollte ich nicht und habe mich dann entschlossen, das rauszumachen. Und das hat dann auch zu einer Entgiftung geführt. Ich erzähle eine andere Geschichte. Und hast du damals auch Anleitung bekommen oder Unterstützung zur Entgiftung? Oder
Nein, das wusste ich noch nicht, dass man da eigentlich aufpassen muss. Auch vom Zahnarzt nicht, da war das Bewusstsein also nicht da. Viele Zahnärzte sind noch nicht sensibilisiert in dieser Thematik, dass sie sich selber gefährden und auch den Patienten. Ja. Und ich habe eine Kollegin, die hatte 13 Amalgamzähne, die hat die rausgenommen und am nächsten Tag war sie gelähmt. Die war so, sage ich mal, nicht gut beisammen, dass sie sich dreimal bei Exit angemeldet hatte, weil sie so dermaßen Schmerzen hatte durch die Vergiftung, durch das Ausbohren der Zähne. Und wenn wir einen Kunden, wo jetzt das sieht, also Zuschauer, davon abhalten können, passt auf, es gibt gute Informationen, findet ihr auch auf diesem Kanal, was man da in diesem Fall macht, wenn ihr zum Beispiel das noch im Mund habt. Genau, und dann wirklich sehr sorgfältig und nicht alles nacheinander und mit wirklich jemandem, der sich auskennt mit dem Ausleiten, weil sonst kann eben wie bei deiner Kollegin das so schlimm enden, dass der Körper dann so überschwemmt, so belastet ist. Ja. Und das ist fatal. Ich denke, eigentlich müssen alle Zahnärzte heutzutage sensibilisiert sein. Das stimmt. Ja. Aber es muss nicht mal sein, dass man Amalgam im Mund selber hat. Das kommt mit der Muttermilch. Wenn die Mutter Amalgam hatte, kommt das so, findet das den Weg durch die Milch zum Kind und so weiter. Oder anderes Beispiel. Ich versuche möglichst gesund unterwegs zu sein, aber manchmal macht man auch selber Fehler. Habe in einem Keller den Drucker ausgeblasen, hatte das Gefühl, ja, kurz da blasen. Und das hat nicht mehr aufgehört zu qualmen. Ich habe da auch immer weitergemacht, weil ich das Gefühl, jetzt ist dann gleich fertig. Schlussendlich war ich da in einer riesen Wolke. Oh. Und heute, also man weiß, dass das nicht so förderlich ist für die Gesundheit. Sie hatte dann auch einen Monat lang Kopfschmerzen. Ohne dass ich sage, dass ich das mir jetzt eingebildet habe. Weil ich vergesse schnell mal etwas, wenn es mich körperlich nicht triggert oder keine Signale kommen. Und so kommt man, ob man will oder nicht, auf Umwegen und so weiter, kommt man irgendwie zu diesen Schwermetallen. Und wie hast du dich dann ernährt, damals zu dieser Zeit? Ich habe schon, also nach der landwirtschaftlichen Ausbildung, habe ich begonnen, pflanzlich zu essen. Ja. Ich habe aber noch zum Beispiel die Kohlenhydrate, den Reis und die Kartoffeln und so habe ich noch gekocht. Und habe bis zu diesem Zeitpunkt, als ich die Ferien gemacht habe und dann erkennen durfte, der Körper hat die Möglichkeit bekommen, durch diese Rohkost viel mehr pflanzlich zu essen, hat die Möglichkeit bekommen, sich zu entgiften. Ja. Und das war für mich ein Aha-Effekt, was für Kraft und für Chancen auch für uns da sind, wenn wir einfach ein bisschen näher wieder zurück zur Natur gehen. Ja, und du hast jetzt ganz klare Beispiele geschildert, eben mit diesem Drucker, mit dem Amalgam. Aber viele Menschen, die meisten haben noch mit Amalgam etwas zu tun, sei es über Generationen weitergegeben und leider auch die Mütter giften oftmals leider ins erste Kind am meisten. Aber wenn man viele auch nicht jetzt so bewusst etwas hat, dass man sagt, ja, da ist es, müssen wir einfach uns, glaube ich, auch klar sein, dass wir einfach mit dem täglichen Leben so vielem ausgesetzt sind, dass das dann irgendwann einfach auch für den Organismus nicht mehr zu entgiften ist. Und eben, ich glaube, auch die chronischen Erkrankungen oder eben auch, wie du gesagt hast, mit den Borrelien, dass da ja irgendwie immer eine Schwermetallbelastung darunter liegt, ist oftmals auch in der Schulmedizin noch nicht angekommen. Und ich denke, das ist so eine grundlegend wichtige Information. Ja. Also vielen Dank. Deshalb ist es gut, gibt es so Sender wie QS24, wo die Leute sensibilisiert auf solche Themen. Ja. Und ich wusste es ja selber nicht, dass ich schwermetallbelastet war, bis dann das Leben kommt und dir sagt, du darfst dich jetzt mit Borrelien auseinandersetzen, also schlussendlich mit deinen Schwermetallen, wo du über all die Jahre gesammelt hast. Und noch das letzte Beispiel, wie man auch noch zum Beispiel zu Schwermetallen kommen kann, ist zum Beispiel in Südamerika war ich, auf einer Finca, 700 Hektaren groß, und dann hatte es da bei diesem Schweizer Landwirt Autobatterien.
die sind, waren defekt und ausgelaufen und waren da in einer Wasserpfütze. Und dann habe ich gesagt, du, das müssten wir da in Ordnung bringen und so. Und dann meinte er, hast du das Gefühl, das hat einen Einfluss auf diese Riesenfläche, 700 Hektar. Und dann habe ich das mal so stehen gelassen und am nächsten Tag habe ich gesehen, haben die eigenen Hühner aus der Wasserpfütze Wasser getrunken und so finden diese Schwermetalle auf direktestem Weg, eigentlich den Weg in die Küche, über die Eier und so weiter. Also heute ist leider niemand verschont von diesen Belastungen und wie kann sich das auswirken? Also auf die Zellen hat das einen großen Einfluss, ob man jetzt Schwermetalle hat oder nicht, auch auf das Gedächtnis, auf Autoimmunerkrankheiten, auf die Mitochondrien und so weiter. Und schlussendlich wäre das Ziel, dass wir nicht immer mehr sammeln, sondern dass das auch wieder losbekommen. Ja. Und das wurde bei mir erst möglich, durch die Ernährung, durch diese pflanzliche Ernährung, Rohkost und das Gekochte wegzulassen. Ja. Und am Anfang hat man das Gefühl, boah, eine riesen Umstellung. Mhm. Also die meisten Leute verbinden Rohkost mit Verzicht. Mhm. Und heute muss ich sagen, die bietet so viel Geschmäcker und einfach das Hochwertige, was die Natur zu bieten hat, überhaupt kein Verzicht. Also man kann heute mit ein bisschen Fantasie die natürlichsten Produkte konform machen, ja, dass man das einfach ins Leben integrieren kann. Und aber wie ist dann deine Beobachtung, weil Menschen, die ja sehr, sehr belastet sind, die haben dann auch wirklich Mühe, Rohkost zu verdauen, weil das ganze Darmmilieu, alles hat sich schon, das Mikrobiom, das hat sich da sehr verändert und dann können die Menschen zum Teil anfangs das gar nicht mehr so verdauen. Ist das denn zum Beispiel bei den Sprossen besser? Sind die bekömmlicher, leicht verdaulicher? Mhm. Oder eben, dass man dann vielleicht auch schrittweise anfängt. Ist ein guter Punkt. Wenn das Feuer im Darm fehlt oder die Magensäure zu schwach wird, dann dürfen wir nicht direkt vielleicht in die Rohkost einsteigen. Mhm. Also es gibt gute Ärzte, auch auf QS24, die sagen, wenn da Krankheiten im Spiel sind, dann kann man nicht schrittweise diesen Weg machen, sondern dann ist es gut, wenn man es abrupt macht. Und ich bin so, ich kann von einem Tag auf den anderen irgendetwas umstellen und dann funktioniert das relativ gut, weil ich sofort spüre, ob etwas bekömmlich ist oder nicht. Aber schrittweise sich herantasten, das macht Sinn und das ist relativ einfach. Also man muss nicht komplett alles über Bord werfen. Es hilft zum Beispiel nur schon, wenn wir einmal einen grünen Teller jeden Tag essen. Das haben viele Leute heute nicht mehr. Und oder dann einen grünen Teller aus Salaten, die vielleicht schon stundenlang irgendwo standen. Und vielleicht könnten wir kurz anschauen, wie das zum Beispiel bei mir aussieht in der Küche, wie ich dann in diese Entgiftung reingekommen bin und das bis heute mache. Starten tue ich, habe ja einige Bilder mitgebracht, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Der Tag wird gestartet zum Beispiel mit einem Saft. Dann habe ich mir einen Angel Juicer gekauft, weil der die größte Ausbeute bringt an Säften. Und dann mache ich mir zum Beispiel ein Kilo Karotten da rein. Da kommt zum Beispiel Gerstengras und Weizengras kommt da mit rein. Da mache ich zum Beispiel eine Ingwer mit dazu. Und dann, ich starte um 6 Uhr am Morgen mit dem, bringe dann auch noch einiges mit ins Geschäft, weil die haben das auch, die mögen das auch immer mehr. Und dann ist das meine erste, sage ich mal, flüssige Mahlzeit am Morgen. Und ich entsiebe das auch, also ich entsafte das nicht und dann hat es da noch Feststoffe drin. Also ich mache da wirklich Saft daraus und dann kann ich da ein Glas, zwei davon trinken. Mit dem Vorteil, da kommt so viel Lebensenergie in den Körper
Und weil da keine Feststoffe sind, unterbreche ich zum Beispiel den Fastenmodus nicht. Super. Und gerade auch für Menschen, was wir vorher besprochen haben, die vielleicht Mühe haben, Rohkost sonst zu verdauen, hat man das natürlich optimal aufbereitet. Ja, genau. Ja. Also wir unterbrechen das Fasten nicht und Fasten gehört auch zum Entgiften dazu. Also der Körper, es gibt Leute, die sagen, ein leerer Darm ist gesund und dann muss er sich nicht mit Verdauen beschäftigen, sondern er kann sich um Reparaturarbeiten zum Beispiel kümmern, was sehr wichtig ist, dass da die Zellen, die nicht mehr richtig funktionieren, eliminiert werden können und oder ersetzt werden können. Und ich mag diesen Saft, also man kann den auch, da gibt es 1000 Varianten, wie man einen gesunden Saft macht. Das ist zum Beispiel die erste Mahlzeit. Und dann esse ich 2 Stunden nichts mehr und dann werden die Verdauungssäfte angeregt. Und das ist das Thema, wenn jemand zu wenig Feuer hat, dann hat er auch zu wenig Bitterstoffe. Mit den Bitterstoffen wird da das innere Feuer ein bisschen zum Lodern gebracht. Saft. Und nachher zum Beispiel mache ich mir ein Müsli anschließend. Also da hat es zum Beispiel Buchweizen drin. Die sehen dann so aus. Buchweizen hat den Vorteil, dass sie nicht ein Süßgras sind, sondern das ist ein Knöterichgewächse. Hat den Vorteil, dass der Buchweizen zum Beispiel kein Gluten hat. Also ich schaue darauf, dass ich nicht glutenhaltige Nahrungsmittel zu mir nehme, weil das hat die Thematik mit gereizten Darm. Also das kenne ich an meiner Person sehr, sehr gut. Also ich hatte immer irgendwie einen gereizten Darm. Okay. Mit dem, dass ich darauf verzichten habe, schnell verfügbare Kohlenhydrate wie Brot und Teigwaren außen vor zu lassen, ist das kein Thema mehr für mich. Mhm. Thema Gluten und dann, um es dann abzuschließen, hat auch das Leaky Gut, also löchriger Darm. Das heißt, körperfremde Eiweiße kommen in die Blutbahn und machen da Unruhe. Dann kommt unser Immunsystem und sagt, da sind fremde Eiweiße da und dann muss er die irgendwie wieder aus dem Weg schaffen. Und das machen wir, wenn wir Brot essen, meistens nicht nur einmal pro Tag, sondern 3-4 Mal und dann kommen noch die Nudeln dazu und so weiter. Und das Gipfeli um 9 Uhr. Also permanent wird da unser Immunsystem bombardiert und irgendeinmal sagt er, boah, ich weiß gar nicht, was noch dazu gehört und was nicht. Und dann entwickeln wir eine Autoimmunerkrankung zum Beispiel. Und Allergien. Und, ja, genau. Ja, und ich finde immer wieder, unser Körper ist ein solches Wunderwerk, mit was das er alles zurechtkommt, was wir da zumuten. Also ich glaube, höchste Zeit auch ein bisschen solche Dinge. Und ich finde, es ist relativ einfach, zum Beispiel einfach die Haferflocken zum Beispiel mit Buchweizen zu ersetzen, wo ihr angekeimt habt, ins Leben integriert habt. Und dann kommen da noch Beeren dazu und dann hat es zum Beispiel noch Kokosnussflocken und so weiter. Und dann ist das etwas, was mich bis zum Mittagessen also komplett satt macht. Und ich komme auch nicht in ein Tief, dass ich dann müde bin, weil es einfach den Blutzuckerspiegel nicht so in die Höhe schnellen lässt, sondern kontrolliert. Ja, sehr. Am Mittag könnte das zum Beispiel ein Salat sein. Das ist jetzt aufgepeppt mit Mungobohnen und da hat es sonst noch Gemüse mit dabei. Und ich finde, es steht und fällt auch mit einer guten Salatsoße. Also werden wir in den nächsten Wochen auch 5 verschiedene Salatsoßen auf der Website publizieren. Wenn ihr da zum Newsletter eingetragen seid, dann werden euch gute Rezepte zugeschickt, dann könnt ihr immer wieder abwechseln, dann sehen die Salate auch immer wieder anders aus. Also der Vorteil, wenn man so isst, dann ist man mit allem rundum versorgt. Also hat es auch Proteine mit dabei und dann hat es sekundäre Pflanzenstoffe und Vitamine und es nährt und es macht auch Freude. Ja, es macht schon Freude beim Zuschauen und es motiviert mich noch gesünder, mich zu ernähren. Ja, genau. Und eben auch wirklich zu sehen, dass
in dieser Nahrung hat es einfach lebendige Kraft. Es ist ja nicht nur ein Inhaltsstoff, sondern es ist die lebendige Kraft, die wir ja auch benötigen. Ja. Und das sieht man schon beim Anschauen. Ja, da ist einfach noch Leben drin. Ja. Und Fritz Albert Popp, ihr kennt das Bild bestimmt, da hat er gesagt, oder er zeigt da ein Salatblatt, wo ein Salatblatt, welches verwelkt ist und welches ganz frisch ist. Und das hat eine ganz andere Strahlkraft. Und er sagt, wir sind keine Allesfresser und Vegetarier und Fleischfresser, sondern was wir sind Lichtzeuger. Mhm. Und je frischer ein Lebensmittel ist, je mehr Licht hat das gespeichert. Und die Qualität eines Lebensmittels wird daran gemessen, wie viel Licht und Ordnungskraft und Lebenskraft es uns übergeben kann. Also es kommt zum Informationsaustausch zwischen dem, was wir essen und uns. Also auch ein bisschen darauf achten, in welcher Stimmung und mit welcher Dankbarkeit wir überhaupt auch unser Essen zubereiten. Unbedingt. Dass wir das nicht vergessen. Ja. Also die Liebe, wo wir da bei der Zubereitung mit einbringen, also das wird um das X-fache multipliziert. Also so könnte zum Beispiel ein nahrhafter Salat aussehen. Oder auch in der warmen Küche, dann mache ich in der Rohkostküche halt meine Suppe im Mixer und erwärme die nicht auf 80 Grad, sondern nur, was der Mixer durch die Reibung hergibt, weil wärmer kann ich sie ja sowieso nicht essen. Und dann kommen da noch frische Sprossen mit rein. Und dann habe ich auch für die das Gefühl haben, ich muss aber noch einmal oder zweimal pro Tag warm essen, kommen so auch in der Rohkost zu einer warmen Mahlzeit. Das ist für mich ein super Tipp, ja. Ja, genau. Oder da noch ein anderes Müsli und so weiter. So zum Beispiel ein anderer Salat. Ich mag zum Beispiel auch Avocados. Also sie sind zwar im Verruf wegen dem Wasserverbrauch, aber ich denke, wenn wir auf Fleisch verzichten, dann kompensiert sich das irgendwie wieder. Und es würde eigentlich überall auf der Welt genügend Wasser fallen, wenn wir es verstehen, damit sorgsam umzugehen. Ja. Und das ist noch Tofu, oder was ist das? Ja, genau, das ist jetzt zum Beispiel Tofu. Genau. Was gehört sonst noch in die Entgiftung rein? Also rein schon so eine Ernährung gibt meinem Körper die Möglichkeit, sich zu entgiften. Und Entgiften ist nicht, ich mache jetzt mal kurz da eine Entgiftung, also es ist über eine längere Zeit, wo man sich entgiftet. Und auch namhafte Namen wie Dietrich Klinghardt sagt zum Beispiel, da gehört noch Koriander, eines der besten Nahrungsmittel dazu, zum Entgiften, oder auch Bärlauch und so weiter. Ja, weil jedes Element, sage ich mal, hat wieder eine andere Funktion. Der Koriander hilft, das aus dem Gehirn zu entgiften, und da muss man aber auch immer ein bisschen schauen, wenn ist das ganze Bindegewebe schon voll ist, dass man da einfach alles auch ein bisschen angepasst macht und eben auch ein bisschen auf die Intuition hört. Also es lohnt sich, sich jemandem anzuschließen, wo da wirkliche Erfahrung damit hat, weil man kann auch Fehler machen. Und das ist die Ernährung. Zu einer Entgiftung gehört zum Beispiel auch, dass wir mobilisieren mit der Ernährung. Also es werden auch wieder Giftstoffe freigegeben. Oft ist es bei übergewichtigen Menschen so, dass der Körper das nicht freigibt, sondern im Fettgewebe einlagert. Und wenn dann genügend Grün kommt, dann bekommt der Körper die Möglichkeit, das freizugeben. Und da kommt zum Beispiel Chlorella bei mir noch ins Spiel. Also Chlorella bietet mir die Möglichkeit, die freigegebenen Giftstoffe zu binden und dann auch auszuscheiden über die Toilette. Ja, und was hältst du vom Zeolit? Das finde ich auch noch toll, mit Flohsamen zum Beispiel, zum Binden und Ausleiten. Die Kollegin, wo ich vorher erwähnt habe, mit den 13 Amalgamzähnen, die hat noch gesagt, im Moment noch nicht, weil Zeolit kann sehr schnell auch entgiften und mobilisieren. Also das muss in Balance sein, was der Körper freigibt und was auch gepuffert werden kann. Ja. Also, Chlorella ist etwas, was puffert. Koriander, Bärlauch ist etwas, was mobilisiert und so.
Da habe ich noch ein Gerät mitgenommen. Das ist ein Gerät, um Einläufe zu machen. Also die in der Entgiftung drin sind, die wissen, dass das ein wichtiger Bestandteil ist. Dass man die Schlacke, wo der Darm zum Beispiel in den Zotzen oder so drin hat, dass das auch mal gereinigt wird. Und mir ist bewusst, dass da auch gute Bakterien, gute Darmbakterien auch den Weg nach draußen finden, weil sie rausgespült werden. Und dann kommen wir aber wieder mit der Ernährung, wo man zum Beispiel ein Müsli, ein fermentiertes Müsli, sehr gut selber machen kann, wo dann die richtigen Bakterienstämme auch wieder zugeführt wird. Ja. Und die Darmreinigung ist ja auch, weil vielfach ist ja unser Wohlstandsdarm, sage ich mal, so belastet, dass ja die Funktion gar nicht mehr richtig gewährleistet ist, dass die Darmzotten wirklich auch mit einer Schicht bedeckt sind. Und da gibt es ja, das braucht auch längere Zeit. Da darf man nicht denken, ich kann mal ein paar Tage entgiften, weil ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, gerade in dieser Umwelt, in der wir heute leben, oder? Mhm. Und da ist Einläufe sind natürlich dann super. Da gibt es ja auch unendlich viele Philosophien mit was man Einläufe macht. Was machst du? Wie machst du das? Ich koche mir das Wasser ab und fülle mir sicher dreimal so etwas zu einem Kübel. Da hat jetzt 2 Liter Platz, lege mich auf die linke Seite. Mhm. Und dann wird da der Rüssel, der da eingeführt wird, mit Olivenöl geschmierig gemacht und dann geht das wunderbar. Ja. Und wenn ihr damit anfängt, dann werdet ihr merken, ich kann das Wasser gar nicht halten. Und das ist auch so ein Zeichen, dass da große Verschmutzungen sind. Und irgendwann geht das viel besser. Also das erste Mal, der erste Einlauf kann man nicht lange halten und dann geht das immer weiter. Mhm. Aber da findet ihr auch viele Informationen auf dem Internet. Ich zeige jetzt einfach, wie ich da meinen Körper entgifte. Mhm. Und genau. Ja, toll, dass du das auch noch ansprichst. Das ist manchmal ein bisschen, bei manchen Menschen ein bisschen ein schambesetztes Thema. Aber ich denke, das gehört einfach alles dazu. Und dass man einfach sieht, wie wir wirklich unserem System helfen. Ja, genau. Marco, leider ist schon wieder die Zeit um. Okay. Es ist immer so spannend. Aber vielen Dank für diesen tollen Einblick. Und ich glaube wirklich, dass wir uns alle immer wieder bewusst sein dürfen, was unser Körper für uns leistet und wie wir ihn unterstützen können. Und ich habe mich schon jetzt ein bisschen bemüht, aber ich habe noch so viele Inputs bekommen, dass ich wieder ganz inspiriert aus dieser Sendung gehen kann. Und ich bin sicher, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer würden noch gerne mehr wissen. Kannst du uns da vielleicht noch Informationen geben, wo man sich weitere Informationen holen kann? Ja, gerne. Also ihr dürft euch sehr gerne auch bei uns melden und wir vernetzen euch auch. Also ich habe die Informationen oder das Wissen auch nicht selber erfunden. Also da gibt es Leute, die den Weg bereits gegangen sind, sage ich mal auch gezwungen wurden, diesen Weg zu gehen. Und ihr findet uns unter sprossensam.ch, da findet ihr auch das Hochwertigste, was es gibt in der Natur, und das sind Samen, und diese kann man dann einfach zum Keimen bringen und gehören noch Hilfsmittel und ein bisschen Wissen dazu, und dann wird unser Körper immer aufnahmefähiger, reiner und bekommt die Möglichkeit, wieder sauber zu werden, dass wir Energie und das Leben auskosten können. Wow. Vielen Dank für das tolle Schlusswort. Schön warst du bei uns. Danke, Marco. Danke auch. Liebes Publikum, ich bin wirklich sehr, sehr fasziniert von dem großen Wissen. Ich habe mich ja auch schon lange mit diesen Themen befasst, und es regt einem einfach wieder an, sich Gutes zu tun, seinem Körper in der komplexen Arbeit zu unterstützen, uns zu entgiften, und das erst noch schmackhaft, weil diese Bilder, die haben mir fast schon Hunger gemacht. Ich hoffe, Sie konnten auch etwas aus diesen Sendungen ziehen. Vielen Dank fürs Dabeisein und auf Wiedersehen.